Zweite Chance für Erfindungen. Der deutsche Erfinder Rudolf Hell ist Urvater des Faxgerätes. Seine Idee? Buchstaben und Linien in kleine Punkte zerlegen und sie als elektronische Pixel im Telefonnetz übertragen. 1929 meldet er den ersten Prototyp, den Hell-Schreiber, zum Patent an. 1956 präsentiert er ein funktionsfähiges Faxgerät. Doch Partner Siemens winkt ab, setzt stattdessen auf Fernschreiber. 20 Jahre später erkennen die Japaner das Potenzial. Per Fax können sie nämlich am besten ihre Schriftzeichen übermitteln. Das ist nicht die einzige Erfindung, die eine zweite Chance bekam. 1861 baut Johann Philipp Reis die erste elektrische Fernsprechverbindung auf. Das Pferd frisst keinen Gurkensalat, ist der erste Satz per Telefon überhaupt, gesprochen von seinem Erfinder Philipp Reis. Doch sein Prinzip, Bewegungen einer Membran in elektrische Schwingungen umzuwandeln, nutzt der Schotte Alexander Graham Bell, integriert sie in seine Version des Telefons. Gegen Reis und andere Konkurrenten setzt sich Bell durch, denn er ist der Erste beim Patentamt. Seine US-Firma Bell, später in AT&T umbenannt, ist bis heute weltgrößter Telefonkonzern. Hallo. Und der Computer, 1941 von Konrad Zuse erfunden? Nicht einmal IBM-Chef Thomas Watson glaubt 1943 daran. Er sagte, ich glaube, dass es weltweit einen Markt für vielleicht 5 Computer geben wird. Damals sind Rechner noch so groß wie ein Haus und leisten so viel wie ein Taschenrechner. Die heutige Entwicklung für ihn unvorstellbar. Watson wird von der eigenen Firma widerlegt. In den 1980er Jahren ist IBM größter Computerhersteller der Welt. Erfindungen brauchen viel Zeit und oft eine zweite Chance.